Das ist einer der besten Döner in Berlin, doch das ist oft wohl tagesformabhängig und daher schauen wir mal, wie es heute ist. In Berlin-Kreuzberg gibt es einen der besten Döner, Hasir. Von einem mächtigen Spieß wird das Rindfleisch abgeschnitten und kommt zusammen mit hausgebackenem Brot, klassischem Gemüse und theoretisch auch Soßen. Ich habe den Döner diesmal aber ohne Soßen genommen, um den Geschmack des Fleisches besser rausschmecken zu können. Generell ist die Portion Fleisch im Döner echt erstaunlich groß. Vor ein paar Monaten sah das hier noch etwas anders aus. Der Geschmack vom Fleisch ist intensiv, dazu zart und auch leicht saftig. Die glänzende Oberfläche kam aber eher vom Fett, in dem das Fleisch nach dem Abschneiden lag. Und auch wenn das eher negativ klingt, war der Döner im gesamten Bissen wahnsinnig gut. Der frische Salat gibt eine gute Ergänzung zum intensiven Fleischgeschmack, genau wie das Brot, das knusprig und innen schön weich war. Ich vermisse kein bisschen Soße und auch hier sieht man perfekt, dass das Verhältnis aller Zutaten genau ausgewogen ist. Für mich ist das ein Döner genau wie er sein soll und für 7 Euro absolut fair. Welcher ist euer Lieblingsdöner?